aber ein schweres Teil. Aber was ein Teil, ey, Gott, oh Gott. Was ganz Kleines. Eine Pistole. Freunde, wir sind mal wieder an einem wunderschönen Spot angekommen und zwar vor einer alten Fabrik, wie sie dort steht. Ich glaube von 1913, wenn ich mich recht erinnere. Und Fabriken haben natürlich auch bestimmt ein paar gewisse sehr interessante Dinge daneben ins Wasser entsorgt. So die Vermutung. Und das werden wir heute mal gucken, ob wir diese Vermutung bestätigen können hier heute Abend. Heute Abend ist cool, wir haben es um 11 Uhr oder 12 Uhr morgens. Ich habe auf jeden Fall extrem viel Bock. Wir waren hier schon mal gewesen an sich, das stimmt, für die Leute, denen es aufgefallen ist. Aber ich glaube in diesem Abteil noch nicht, eher an der anderen Seite. Und deswegen werden wir hier jetzt schauen, was wir hier finden. Maskottchen und Co. kommen auch gleich dazu und noch ein paar andere Helferlein. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier finden. Es ist sehr windig, es ist sehr kalt, aber das wird uns natürlich nicht aufhalten. Wir haben auf jeden Fall richtig Bock hier heute, irgendwas Geiles zu finden. Also drückt uns die Däumchen, lasst auch ein Abo da und lasst ein Like da. Und schaut auf Instagram auf jeden Fall vorbei, da machen wir natürlich... Da laden wir natürlich hochqualitative Fotos von diesen wunderbaren Funden hier heute Abend, morgen, Mittag hoch. Glocke aktivieren, dann verpasst ihr gar kein Video mehr auf diesem Kanal. Freitags oder Samstag 15 Uhr kommt das Video online. Da könnt ihr euch immer drauf freuen. Ich würde sagen, wir starten rein. Let's go, Freunde. Woohoo! Bevor das Video losgeht, möchte ich euch nochmal auf unseren wunderbaren Sponsor Holy hinweisen. Holy bietet uns pulverisierte Formen von Energies und Eistees an. Wie ihr hier seht, haben sie verschiedenste Geschmäcker auf jeden Fall am Start. Jetzt auch seit neuem einen wunderbaren Eistee. Peach Nectarine in Black Tea. Unglaublich geiler Geschmack, kann ich nur empfehlen. Sowohl die Energies als auch die Eistees von Holy sind auf pflanzlicher Basis. Ihr habt hier ein Pulver, das heißt, ihr könnt euch das alles selber dosieren, je nach Geschmack. Müsst einfach nur ein bisschen kaltes Wasser hinzufügen und kräftig schütteln, dann habt ihr auf jeden Fall ein unfassbar geiles Getränk. Ich kann es nur empfehlen, ist auf jeden Fall deutlich besser als irgendwelche Energies oder irgendwas aus dem Supermarkt und es schmeckt mindestens genauso gut und hat auch den geilen Effekt, gerade bei den Energies. Ich persönlich finde an den Energies von Holy natürlich am geilsten, dass ihr euch einmal eine Packung holt und das hält unglaublich lange, weil ihr es euch mit dem Pulver selber dosieren könnt. Ihr braucht einfach nur noch Wasser dazu und könnt es euch schmecken lassen. Mit dem Code LANGE habt ihr jetzt die Möglichkeit 10% zu sparen. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich kriege auch eine kleine Provision davon ab. Würde mich also sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch ganz entspannt mit dem Video rein. Let's go! Also der Magnet ist hier wenigstens schon mal einigermaßen voll. Also es sind viele Dinge im Wasser. Es sind, aber das nervt mich hier schon wieder mit der Schräge hier. Es sind wenigstens ein paar Sachen schon mal hier drin, aber noch nichts Spannendes. Aber wir haben gerade gehört, dass bis zu der gelben Dings da hinten schon gefischt wurde, aber von der anderen Seite. Das heißt, alles das hier noch nicht. Und Dolch und Waffen und sowas wurden hier jetzt gefunden vor kurzem. Da bin ich mal gespannt, ob wir sowas hier heute auch noch mal finden. Also bleibt dran, Freunde. So, erstes etwas schwereres Objekt an meinem Magneten. Das sind mehrere Sachen. Hey, wie geil! Wow. Brauchst du das heute Abend noch für die Party? Sind das echte? Sind doch echte, oder? Naja, klar. Sind doch echte. Mit den zwei Dingern hier in der Mitte, oder? Kann schon sein. Das sind echte. Einfach Handschellen. Ist ja witzig. Nicht schlecht, finde ich nice. Finde ich sehr, sehr nice sogar. Sind auch richtig schwer. Krass. Kann mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwie Sextoys sind, sondern dass das wirklich echte sind. Schreibt es in die Kommentare. Ich habe nicht so viel Ahnung jetzt von denen. Guck mal, die gehen auch noch, oder? Das
wäre jetzt übertrieben scheiße, wenn ich dich damit das hier dann nicht mehr aufkriege. Ne? Aber es ist sehr dünn, ne? Warte, ich probiere nur mal. Ich mach nicht zu, ist klar. Es ist zu dünn, oder? Naja, wobei, man soll es ja auch so dünn haben. Schreibt es in die Kommentare, was meint ihr? Krass. Gut, es hat verdreckt. Aber ja, es geht auch gut zu. Naja, schreibt es wie gesagt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt, ob das echt ist oder nicht. Sehr schön, sehr schön. Das ist nämlich auch eine Mini-Tresor sein. Also ich würde sagen, das hier ist ein Mini-Tresor, die so irgendwo rangemacht werden, ganz fest. Ich weiß nicht, wie wir den aufkriegen wollen. Das ist nicht nur die Tür? Meinst du das nur die... Ja doch, du hast recht, das ist nur die Tür. Alter, wie massiv ist diese Tür? Hier sieht man die Bolzen. Das ist die Tür von so einem Mini-Tresor, einfach wirklich gefühlt fetter als der Tresor selber. Wie geil. Krass. Vielleicht ist das ein Waffentresor gewesen. Da waren noch die Handschellen mit drin. Das wird sein, Freunde. Das war ein Waffentresor, die Handschellen waren dort mit drin. Die haben die Waffen natürlich geklaut, die werden wir hier wahrscheinlich nicht finden. Das ist ja krass, ey. Wow. Dann bin ich mal gespannt, ob hier noch sowas rauskommt. Noch ein bisschen mehr Ausrüstung. Das ist ja krass. Oh, hier liegt noch Schrott. Schau mal, hier liegt Schrott. Ist ja wohl eine Dreistigkeit. Mensch, immer den Schrott wegräumen, Freunde. Wenn ihr fischen geht. So. Hier sogar ein Dynamo. Ach, eine Narbe meine ich. Naja, gut. Boah, boah, boah. Was haben wir denn jetzt? Was ist das? Was ist das denn? Oh, cool. Eine sehr coole Flasche. Muss ich ja sagen. Aber was ist denn das? Zumindest mal gewesen. Tja, also das weiß ich nicht. So ein richtig fetter Schalldämpfer könnte das auch sein, ne? Hier so das Rohr. Oh ne, das ist eine Gasflasche gewesen. Kann das sein? Ja, eine Gasflasche würde ich sagen. Schau mal hier. Sieht zumindest ein bisschen so aus. Ja. Oh, zum Glück ist die schon leer. Sehr, sehr schön. Sehr interessant. Da kann auch einfach mal so ein Dolch mit drunter klemmen, oder? Finde ich persönlich. Naja, gut. Wie dem so sei, werden wir jetzt erst... Oh, was ist das hier? Ach, genau davon habe ich nämlich geredet. Von einem Armreif. Weißt du? Bei Dolch. Ein Armreif haben wir hier. Sieht fast aus wie ein Diadem für ein Kind. Ja. Oder? Aber ich glaube, es ist ein Armreif. Nice, cooler Fund. Ja, wollte ich ihr eigentlich helfen? Habe ich ihr gekonnt erstmal einen guten Fund weggeklaut. Ja, was weiß ich. Ist vielleicht so eine Clubbrille, die man hier so festmacht. Sieht mir nicht aus. Eigentlich haben so eine Dinger, so eine Kettchen eigentlich immer so, weiß nicht, Omis an ihren Brillen dran oder so, was weiß ich. Aber das sieht mir eher wie eine Clubbrille aus. Ich weiß es nicht. Damit man die nicht verliert im Club oder so, ich weiß nicht. Aber es könnte auch so eine Omi-Brille sein. Ich habe keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall cool mit dem Kettchen. So, jetzt müssen wir aber hier noch weiterhelfen erstmal. Schwupps. Und hier wieder ganz viele Fahrradschlösser. Oh, erstmal fast das Bierchen umgeworfen. Das wird natürlich nicht so traumhaft. So. Pumps. Ich habe schon wieder nur die Hälfte. Ah, wobei. Oh, das ist aber... Ja. Hä? Ja. Alles nur Fahrradschlösser? Oh, ist das dreist. Oh, wohin ich denn jetzt schon wieder dran? Ich bin schon wieder mal ganz anderes. Oh, oh. Oh, Tresortür hast du. Ja, wunderbar. Das passt so gut zusammen. Ich glaube. Oh, die Tür ist weg. Das war zum Glück nicht der schwerste Roller. Da mit einer extra Tür noch drin? Nö. Heute wenigstens noch. Ja. Okay, ich bin weg. Tschüss.
hast du da? Ein Krabby. Mr. Krabs. Oh, ja, ja, ja. Kurz. Entspannen. Schreckschuss, sagst du? Mhm. Oh, das ist aber ein schweres Teil. Mhm. Made in Turkey. 9 mm PRK Platzpatrone. Also ja, Schreckschuss. Aber was ein Teil, ey. Gott, oh Gott. Meine Herren. Das ist mal ein schönes Gerät, ey. Kleiner Waffenschein brauchst du dafür, wa? Mhm. Wie ein Brandwerfer hier oder was? Nee, ist ein. Na, alles. Das ist ein Schalldämpfer und das ist doch die Klappensteuerung hier. Oder? Und hier hinten der Filter. Und das hier ist die Klappensteuerung. Kann das sein? Kennt sich da jemand mehr aus als ich? Das hier müsste ja einfach nur Schalldämpfer sein. Und das hier ein Filter. Zumindest sieht der sehr komisch aus. Das ist auch nicht der Auspuff. Das ist der Cut, ja. Das ist nicht der. Sehr interessant. Cool auf jeden Fall, was hier rauskommt. Jetzt guck mal weiter draußen, das hat schweret. Ja, okay. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ist das wieder nur eine Stange? Gibt's da überhaupt gar nicht. Cool. Mann, okay. Wir müssen langsam hier wieder zu Spantenfunden kommen, finde ich. Damit wir hier auch noch was wirklich Geiles hier für euch haben. Naja, bei mir wird ja schon angezeigt, dass mein Reifendruck hinten links nicht mehr so gut ist. Da muss der Pass, klar. Halt zwar Slicks drauf, aber naja. Ja, ein Reifen war nicht magnetisch, hing ich einfach dran. Ist sogar auch gar kein schlechter Reifen, schau mal. Das ist nicht von schlechten Eltern. Oh, cool. Wenn jemand haben will, für 1000, ich weiß. Ja. Ist ja witzig. Gucken wir mal ganz kurz, muss ja wirklich der gleiche sein. Ah. Naja, für John extra rausgesucht. Guck mal, ich habe für dich noch einen Reifen. Du hast einen Reifen? Extra für dich, für dein neues Autochen. Ich brauch Stollenreifen, das geht so nicht. Ja, damit kannst du richtig Gas geben, damit kannst du auf den Track. Wheelies machen? Wheelies machen? Ja, da habe ich den zweiten für dich. Okay, dann brauche ich noch zwei. Ist ja kein Problem. Musst du nur was sagen. Ja, dann los. Ich habe auch was rausgehoben. Auf Ansage. Was ganz Kleines. Eine Pistole. Wir werden sie versuchen, ein wenig sauber zu machen. Boah, Alter, die ist so gut konserviert unter dem Schrott, also unter dem Rost. Guck mal. Nee, kannst du nichts erkennen. Oh, das hier löst sich nicht ab. Ist doch abgeschliffen, oder? Sieht noch erstaunlich gut aus, so und dann. Süß, wa? Ja. Hier. Was ein Teil. Hehe, geil. Jetzt fährt's weiter. Oder. Oh, die fährt super langsam vorbei. Jetzt steht die Polizei da hinten und guckt ihr einfach zu beim Magnetfischen. Aber jetzt kommen sie. Aufpassen, John. Hier liegt ein Krabby. Krabs? Oh no, Mr. Krabs. Rette ihn. Go in the water. Jetzt hat sie Blaulicht angemacht. Ja, dann würden sie nicht so Gas geben. Würde ja echt keinen Sinn machen. Sie biegen ab.
Oh, was haben wir denn hier? Oh. Nee, okay. Naja, gut. Die Polizei wollte aber nichts. Aber die haben ja wirklich geguckt, ne? Ganze Zeit. Oh, schickes Gerät, ey. Ja, schade, dass er weg muss. Ja. Sogar der Hahn hinten ist noch halb dran. Oder? Oh, Mann. Nee, guck mal, das kannst du abziehen. Da ist er noch, der Hahn. Oh, Mann. Aber schickes Teil. Was seid ihr mit? Boah, ja. Jetzt haben wir was. Jetzt habe ich einen dicken Fisch an der Angel. Jetzt habe ich einen dicken Fisch an der Angel. Was ist das denn? Eine Seilwinde? Könnte man für eine Seilwinde benutzen, oder? Tja, man weiß es nicht. Schade, weiter geht's. Hä? Warum klingt das Ding denn hohl? Ist aber alles andere als ein Tresor. Boah. Warum klang das so hohl? So eine, was weiß ich, viel zu schwer. Oh, Mann. Ich dachte mal wenigstens was Spannendes. Eine Dose. Dann war da einfach eine Dose mit dran. Mann. So, soll das sein? Wahnsinn. Oh mein Gott, lecker. Alles von hinten. Toll, danke. Bitte. So, da alle möglichen Akkus schon durch sind, wir auch völlig durch sind, das Wetter langsam sich wieder zum Schlechten neigt, kommen wir hier wieder zum letzten Fund für den heutigen Tag. Und naja, es ist wenigstens nicht ganz unspektakulär. Ein Topf oder sowas ähnliches mal gewesen. Wunderschön, wunderschön. Und eine Moniereisenstange, wie sie lebt und lebt. Aber wir haben ja echt krasse Sachen trotzdem halt hier gefunden, was wir nicht gedacht hätten. Hier werden wir auf jeden Fall nochmal herkommen, weil die Taucher vom Grüngewölbe waren genau dort an der Brücke gewesen, unter anderem. Also nicht vom Grüngewölbe, aber die halt den Schatz vom Grüngewölbe gesucht haben. Und deswegen werden wir auch auf jeden Fall nochmal herkommen. Und dann mal sehen, ob wir vielleicht nochmal was finden. Schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, da kommen wieder hochqualitative Fotos von heute online. Genauso könnt ihr bei Maskottchen und Co. vorbeischauen, die hier heute noch ein bisschen mehr fischen werden. Die haben natürlich auch eine andere Sicht und das Video könnte schon online sein oder kommt noch online. Schaut auf jeden Fall bei Maskottchen und Co. vorbei. Unten dazu ist der Link natürlich in der Videobeschreibung unterwegs. Ansonsten schaut auf jeden Fall dringend bei Holy vorbei. Mit dem Code LANGE könnt ihr 10% sparen auf alles, was ihr kauft. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr hier auch ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr gar nichts mehr auf diesem Kanal hier. Und ja, ich wünsche euch wirklich noch einen wunderschönen Morgen, Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Das war's von mir und Tobi und der ganzen Maskottchen und Co. Bande in kleinster Form. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.